Bei den Humboldt-Pinguinen wird einmal in der Woche das Becken sauber gemacht. Das lockt alle Tiere herbei. Nicht, weil sie helfen wollen. Nein, weil es dann was zu futtern gibt. Willst du den Graben heute machen oder soll ich reinspringen? Ach, ich kann ja machen. Was schönes Wetter. Ja, das leg mich stimmt. Gerne an. Das Wetter ist bei Schnee und Eis, dann müssen wir mal knobeln. Wa? Genau so ist es. Na gut, dann springe ich in den Schacht. Genau. So. Na, dann werden wir ja. Warte mal, ich muss mal ein bisschen wegziehen, nicht, dass ich dir hier den. Na, das Wasser sieht ja wieder lecker aus. Ja, ist ja auch nötig. Das lohnt sich aber heute. Na, wir wollen ja nun jede Woche machen, den Graben. Ist eben so, wenn die Sonne scheint. Pass auf, dass du nicht runterfällst. Na denn. Da erschreckt sich der Fachmann und wundert sich der Laie. Wozu der große Hahn? Mit dem großen Hahn haben wir eben den Abfluss geöffnet, damit hier aus dem großen Pinguinbecken das Wasser abfließen kann. Und danach wollen wir das ja dann sauber machen. Geht ja nur, wenn das Wasser raus ist. Während das Wasser abläuft, wird lecker Hering serviert. Morgen! Na ihr? Frühstücken! Guten Morgen! Guck mal, wie sie an ihr rankommen. Na? Franzi, hast du Hunger? Na, jetzt, wo ihr schon brüten tut, da ist der Hunger doppelt groß, ne? Jürgen, ah, dich hier. Na, Zwicker hat es ja jetzt auch ganz gut überwunden, ne? Na, kommt, jetzt gehen wir mal gucken, wie eure Eierchen aussehen überall in euren Höhlen. Alles in Ordnung ist. Warte nicht. Bopsi, und Dicker, so fein nicht. Dann wollen wir mal gucken, was bei Cindy ist, wa? Die haben ja auch schon zwei Eier. Die haben zwei Eier. Das waren die ersten. Soll ich hier was geben? Ja, gib mir mal. Na, Schnecke? Zeigst du mir mal deine Eierchen? Nicht Cindy aus Marzahn, sondern aus Friedrichsfelde. Zeigt gerne. Na komm. Oh, hier muss man sich immer richtig lang machen. Immer der Reihe nach. Komm, mach mal den Schnabel sauber. Erstmal sind die werdenden Mütter dran. Wann sind sie denn Mütter? Seit sie die Eier gelegt haben, ist es jetzt noch ungefähr 3 Wochen, bis die Jungtiere schlüpfen. Die schlüpfen dann auch im Abstand von 1 bis 2 Tagen, genauso wie die Eier gelegt worden sind. Ja, dann war schon ganz gespannt, die kleinen, grauen, puscheligen Pinguine zu sehen. Dann kommt Cindy. Oh mein Gott. So, dann können wir ja mal gucken, was Gregor mit seinem Probierei macht. Ah, ja. Der hat ja noch zwar mal mit der Lolli rumgeflirtet, Lolli. Aber irgendwie ist er doch noch Single geblieben dieses Jahr. Ja, also gestern Nachmittag hat er ja nicht getroffen. So, die Hormone ja nicht. Mit ihm genau. Durchgegangen. Naja, aber jetzt hat er ja da so ein Steinchen als Probierei. Und nach dem Probieren wird's ernst. Wie Namensgeber Gesi bleibt doch dieser Gregor unverzagt. Gregor brütet in seiner Höhle auf einem Stein. Möchtest du was essen jetzt? Komm, nee. Du hast gestern schon nichts gegessen. Bin verliebt. Nein? In mein Steinei. Wirklich nicht? Ist das denn da noch drunter? Ich guck mal. Vielleicht müssen wir es ihm auch wegnehmen. Also, könntest du eigentlich dann auch machen. Ja, oh. Guck mal. Du, das ist aber nicht richtig. Das ist nicht gut für ihn. Der da ist ja denn fehlgesteuert. Guck mal. Hier. Du musst mit der Lolli richtig Liebe machen und dann kommen auch Eier, die du brüten kannst. Oh, schön warm. Schön warm, Herr Schön Stein. Warm. Möchtest gut, du was essen, also? Tut mir jetzt auch ein bisschen leid, aber das ist nicht gut für dich. Na, Gregor, der ist ja jetzt erst 2 Jahre alt, der ist jetzt erst fortpflanzungsfähig und das sind so die ersten Versuche. Der hat auch eine kleine Freundin, wir haben sie schon beide beobachtet zusammen, ist die Lolli. Und ja, und eigentlich haben wir ja gedacht, Mann, die beiden sind ja flott dabei und waren auch zusammen hier schon in ihrer Bruthöhle. Aber irgendwie hat Lolli wahrscheinlich gedacht, nee, sie genießt noch ihr Jugendleben. Und der Gregor nimmt die Sache irgendwie ernster. Und nun hat er sich hier einen Stein auf der Anlage gesucht und wollte den jetzt ausbrüten. Aber ist ja eine Geschichte ohne glückliches Ende. Also darum haben wir das jetzt hier abgebrochen für ihn. Also ich denke mal, er wird drüber hinwegkommen und dann wieder zum normalen Alltag übergehen.
Vielleicht sucht er sich auch einen neuen Stein. Kann auch passieren. Dann ist es ein ganz schwerer Fall von Liebeskummer. Aber wir bleiben dran. Wir werden ihm da drüber hinweghelfen. Nicht, Gregor? Hm. Na, du bist ja eine Kämpfernatur. Du musst das schon schaffen. Genau. Wer Gregor heißt, der schafft es schon. Der beißt sich durch. Genau. Na gut. Jetzt gucken wir mal noch nach den anderen, ne? Wir haben ja hier noch mehr. Ist ja nicht nur einer, der hier brüten will. So, und jetzt hier bei Hans und Dolly. Hans war draußen, müsste eigentlich Dolly jetzt. Unsere dolle Dolly. Das ist Dolly. Ja, die ist Hans. Ja? Ganz glücklich dieses Jahr. Dolly wird jetzt Mutter. Endlich. Genau, endlich hat sie auch einen abgekriegt. Aber schön, wa? Reicht? Alles, oh, ja. Reicht. Oberkante, Unterlippe. Der Fisch guckt schon raus. Soll ich ihn wieder mitnehmen? Komm, jetzt gehen wir mal nach unser Junior-Park gucken. Ja. Ja, die Neuen sozusagen. Die haben ja hier Zwickes Höhle sich geschnappt. Nissi und Roy in Höhle 1. 14 Eier haben wir, ne? Schon. Und damit sind wir super zufrieden. Also mehr müssen es gar nicht mehr werden, weil wir haben ja dann noch eine Aufgabe vor uns, wenn die nachher abgesetzt werden. Das machen wir ja immer, wenn sie dann so circa 4 Wochen alt sind. Dann übernehmen wir die Aufgaben der Eltern, um die Tiere an uns zu gewöhnen, dass sie lernen, dass der Mensch ihnen hier in unserem Fall nichts Böses will, sondern dass wir die Guten sind, dass wir das Futter bringen. Und somit erhalten wir uns ja auch die Möglichkeit, immer einen Überblick über die Tiere zu haben. Darum machen wir das. Jetzt geht es zur kranken Laura mit ihrem dicken Fuß. Ich hoffe mal nicht, dass sie so dicht am Wasser steht. Wo bist du denn? Dann kriegen wir sie nämlich nicht. Doch, die steht da an dem Stein. Siehst ach, du da sie? Ist sie. Pass auf, hock dich mal lieber hin, so als ob wir ja nicht vorhaben. Komm mal her, Schnecke. Manchmal ist das so ein Trick. Ah, sie kommt. Hoffentlich bleibt's dabei. Oh, guck mal, die läuft doch schon richtig gut. Komm mal her, Schneckchen. Na, die muss ganz schön aufholen, ne? Man sieht ja, die ist ganz schön dünn durch ihre Krankheit gewesen. Bisschen dick, jetzt sieht man es richtig gut, den Fuß, dass er noch ein bisschen dick ist. Aber wenn man denkt, wie schlimm das war. Mann, nicht die. Ist noch nicht dicht genug dran, ne? Das war's. Die ist nämlich doch ganz schön flink schon wieder. Sehr gut hingekriegt. Bin ja schon zufrieden, dass du jetzt da nicht mit im Wasser bist. Dann ist es ganz schön rutschig da, die Schlangen. Na gut. Na gut, dann müssen wir es noch mal später probieren. Vielleicht, wenn wir nachher, bevor wir das Wasser reinlassen, noch mal. Dann kann sie ja nicht im Wasser weglaufen. Ja, es ist laut. Einmal in der Woche müssen die Humboldt-Pinguine Lärm ertragen. Denn ihr Wasserbecken wird sauber gemacht. Hi. Hallo, du kommst genau richtig. Fertig. Ja. Super. Dann kann ich dir eigentlich das Wasser andrehen. Ja, das wäre ganz toll, wenn du das erst mal machen würdest. Alles dann brauche ich ja nicht extra rumkommen. Gut. Das Wasser läuft ins frisch gereinigte Becken. Endlich wieder untertauchen. Das kann manch einer kaum erwarten. Und schon eilen alle fröhlich herbei. Franzi, Jürgen, Zwicke, Lolli, Gregor. Nur die kranke Laura ist nicht dabei. Ich hab sie mir hier gleich geschnappt, das war gerade günstig. Bevor sie jetzt ins Wasser wieder uns flutscht, guck mal den Fuß an. Nehmen Sie mal so ein bisschen. Ist schon bedeutend dünner geworden. Also ich habe ja schon so zweifelt, dass da noch mal was wird. Aber mach mal schön dick, wenn sie dann ins Wasser geht, dass sie nicht gleich wieder abgeht. Ist gut. So. So, dann können wir sie ja jetzt freilassen wieder, wa? Jetzt kann sie. Ja. So, dann strampel mal nicht so rum, du schmierst mich noch ganz voll.
wird sie gleich abmarschieren. Bin vorsichtig, ne? Ja, du musst keine Angst haben. Siehst du die anderen? Na los. Humpelt auch nicht mehr so. Jetzt ist es schon viel gerader, weil sie durch die Schonhaltung war sie ja schon ganz krumm. Siehst du, da sind die anderen. Die holen dich ab. Na gut, haben wir es ja mal wieder geschafft, wa? Rahmen ist sauber, Wasser ist schön klar. Wieder für eine Woche abgehakt. Nur noch Kärscher wegräumen? Eine Woche. Becken sauber, Laura auf dem Wege der Besserung. Der Rest der Schützlinge munter wie Fische im Wasser. Lolly und Gregor im Tierpark Berlin brüten. Endlich. Ja. Und hat er nun gehalten, unser Bauwerk da? Was wir bauen mussten bei Gregor? Bei Gregor hat gut gehalten. Na, ist ja gut. Der große Regen am Sonnabend. Ich hab ja so dran gedacht. Ja. Naja, kann man nichts machen. War okay. Wenn die sich so eine komische Höhle da bauen. Na, Jürgen, hast du schon ein Kind? Na, da gucken wir nachher. Sieht ja spannend aus. Ja. Hallo. Guck mal rein. Na, ist nicht gut. Gregor. Das ist Lolly. Lolly-Mäuschen. Und? Ist alles schön trocken bei dir? Also Feuertaufe, super bestanden. Na, bin ich froh. Weil ich hatte mir noch gedacht, dass vielleicht doch was dahinter, aber da hängt es da oben weit genug rüber. Naja, was soll man machen? Sieht nicht schön aus, aber erfüllt den Zweck, wa? Ihr müsst ja auch hier unbedingt brüten wollen. Na, unsere Anfänger. Die probieren erstmal alles aus, wo neben die anderen schon wissen, dass es nicht geht, wa? Naja, müssen halt auch ihre Erfahrung machen. Willst du? Hast du Hunger? Na, gucken tut sie ja verdächtig. Hunger? Haben sie alle. Ach, ihr auch? Hey. Na, nimm den, den willst du nicht. Ist ja verhungert, ja. Ein Ei ausbrüten. Da kann viel schief gehen. So wie bei Lollis erstem Versuch. So wie sie da sitzt, scheint ja auch mit dem Ei alles in Ordnung zu sein. Die wird ja nicht wieder einen Stein drunter haben. Also das haben sie eigentlich nicht mehr gemacht. Jetzt haben sie es kapiert. Ein Ei war ja kaputt, eins ist ganz, aber mal sehen. Nettie, du kriegst Ärger, wenn du da rein. Ob sich das wirklich schon gleich beim ersten Mal, ob es gleich Erfolg hat, das ist ja nicht gesagt. Aber wir hoffen das natürlich. Wir wünschen es den beiden, wenn sie sich jetzt so eine Mühe geben. Ich fütter mal hier die anderen alle so, dann hast du da deine Ruhe. Guck mal hier, das ist der Zottel. Der sieht schon wieder zottelig aus, unser alter Zottel. Mann Gregor, der mit dem roten Ring, hat gerade frei. Humboldt-Pinguine brüten im Schichtsystem. Inzwischen klappt das bei Lolly und Gregor ganz gut. Kein Wunder. Nach dem Training mit dem Stein. Also am Anfang hatte ich ja mal gedacht, kam ich hier an, da war keiner auf dem Ei. Aber da habe ich wohl gerade bei diesem Wechsel gestört. Ja, dann rennen sie erst mal ins Wasser, aber dann hinterher saß Lolly wieder drauf. Das weiß ich noch. Also die kümmern sich gut drum. Fürs erste Mal bin ich doch ganz schön zufrieden. Nimmst du auch einen von mir? Ja. Frisst auch noch von mir. Immerhin. Die wird nicht jetzt soft. 40 Tage brüten, die Zeit muss erst mal vergehen. Ja. Na, guck mal, reicht doch jetzt. Schwanzflosse guckt noch raus. Nee, nee. Komm, naja, wird ja noch schlecht. Das wollen wir ja nicht. Oh. Na, mach mal weiter so, das gefällt mir. Finde ich schön. Gleich beginnt Gregors Schicht. Endlich, hofft Lolly. Die Humboldt-Pinguine sind noch nicht satt. Frau Schulz, ich soll dich schön grüßen. Von Axel. Naja, tust ja auch wieder so, als hättest du heute noch nichts gekriegt. Aber das Futterangebot muss eben immer großzügig sein. Sonst verlassen die ihr Gelege.
Anspruch, wenn sie nicht abgelöst werden vom Partner. Und dann kann die Brut misslingen. Und auch ist ja sowieso in der Natur so vorgesehen, wenn das Futter nicht ausreicht, wird sich nicht vermehrt. Nur wenn es für alle reicht, macht die Sache Sinn. Naja, die Art soll ja auch in erster Linie erhalten werden, aber das geht eben nicht, wenn kein Futter da ist. So, nun huckel dich mal wieder schön auf deine Eichen, ne? Ja. Wer gerade nicht brütet, genießt das gute Wetter. So sieht es jedenfalls aus. Was Pinguine wirklich denken und wollen, außer Fisch, das bleibt ein Geheimnis. So stellt sich ein Tierpfleger eine Humboldt-Pinguinhöhle ungefähr vor. Aber die Humboldt-Pinguine, die haben andere Vorstellungen irgendwie. Ist ihnen wahrscheinlich zu schön. Wir finden die total toll und es regnet auch nicht rein und alles schön. Und kein Humboldt-Pinguin möchte dort Kinder aufziehen. Na, du kannst aber nicht sagen, kein Pinguin. Ja, Kinder ja, gut. aufziehen. Zu Kinder dem aufziehen. Thema passt es. Aber ja. trifft sich regelmäßig so eine Männergruppe. Also wir wissen ja noch nicht so ganz genau, was hier eigentlich wirklich abgeht. Ja? Also wenn wir es dann irgendwann mal wissen, hängen wir passende Schildchen oben drüber. Weiß ich nicht. Zum Heringseck oder irgendwie sowas. Weiß ich jetzt auch nicht. Aber im Moment sammeln sich hier immer nur die Jungs, die nichts zu tun haben. Die irgendwie gerade nicht mit Brüten dran sind oder eben noch gar keine Partnerin haben. Und die treffen sich dann hier und tauschen sich wahrscheinlich aus. Ja. Können wir nicht so richtig nachfüllen jetzt so, ja. weil wir sind ja keine Männer. Ja. Aber irgendwie muss das da was mit zu tun haben. Ich finde es sehr, sehr geräumig. Also da passen so 3-4 Pinguine locker rein. Hier ist auch nicht die Miete zu teuer, nix. Also wir haben das zum Sonderangebot ausgeschrieben, aber naja. Keine Wohnung, sondern Streit wird gesucht. Oh, der Bobsi, der will sich unbedingt mit ihnen streiten, dieser Teenager. Okay, man kann kaum laufen, aber... Ja. Vor annehmen, ja? Wo sind sie? Warum immer die Kreuze so breit und dann wundern sie sich, wenn sie in den Türrahmen rennen? Mhm. Schön, Annehmer.